Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ransratte und ich spiele Next Car Game. Und zwar ist das jetzt hier diese, ja, ich sag mal Tech-Demo. Aber das ganze Spiel ist eigentlich wirklich nur eine physikalische Spielerei. Man kann sich diese Arena hier, ach du Kacke, kostenlos herunterladen auf der Homepage in einer, ja, in Anführungszeichen abgespeckten Variante. Hier, wenn man sich das Spiel kauft, ist das Ding direkt dabei. Dann hat man halt auch so lustige Sachen wie zum Beispiel Waffen. Und ja, es macht halt einfach nur mega viel Spaß, hier einfach nur in dieser Arena rumzufahren. Das ist so geil und physikalisch geregelt. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Also es gab wirklich noch nie ein besseres Schadensmodell. Und es sieht einfach mal mega gut aus. Ehrlich, es ist extrem hübsch. Läuft massiv flüssig. Ich habe jetzt hier 120 FPS mit der Aufnahme. Und das bekomme ich auch im normalen Spiel hin. Mein System steht unten in der Informationsbox hier unter dem Video. Auf jeden Fall mega geil. Schaut es euch an. Keine einzigen Ruckler. Nichts. So, jetzt muss ich mal eben hier ganz kurz Repair All und Reset Car. Dann komme ich auch wieder auf die Räder, ne? So, hier mal eben physikalisch. Es sieht doch wohl Porno aus, oder? Also, der Hammer. Ich bin total begeistert. Ich meine, ich selber bin ja überhaupt kein Autorennen-Freak. Aber selbst das Spiel an sich macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich muss mal eben hier kurz gucken, dass ich hier irgendwie drunter komme. Hier ist das Ding, okay. Dann fahren wir mal so. In diesem Bereich hier. Ach du Scheiße. Okay, damit habe ich jetzt nicht wirklich gerechnet. Hau mich platt. Bäm! Alter! Ja, Mann! Es ist so geil! Kann ich noch fahren? Nein, kann ich nicht. Okay, so und Repair. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wow, 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 wow. Bäm! Ja, Mann. Ach du Scheiße. Wie einfach alles nur zusammenkracht und es scheppert halt an jeder Scheißecke. Es ist der Hammer, ey. So. Jetzt probiere ich aber noch so ein paar andere Sachen hier mal aus. Scheiß auf Häuser, Häuser braucht keiner. Bäm, Alter, es macht so viel Spaß, ne? Es ist der Knaller. Ah, fuck. Komm, fahr. Perfekt. Ich finde auch, der Sound vom Auto hört sich wirklich genial an. Hui. Oh, 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 oh. Boah, mies aufgekommen. Richtig mies aufgekommen. Es gibt sogar im, ja, richtigen Spiel die Cockpit-Perspektive. Das freut mich extrem, aber allerdings dreht sich das Lenkrad nicht. Man muss dazu sagen, es ist ein Early Access-Spiel, also es ist Pre-Alpha. Dafür ist es aber wirklich extrem sexy und extrem geil. Wow! Da hätte ich fast einen Unfall gebaut. Hahaha. Mache ich ja auch nicht schon die ganze Zeit. Reset. Dann mal Repair. Und hier, das machen wir mal eben aus. Dann kann ich mal ganz in Ruhe rumfahren, ohne dass mir die anderen Autos hier auf den Sack gehen. So. Ach ja, da testen wir doch immer aus, ne? La la la. Ach du Scheiße. Mein Gott. Ja, übertreib halt mal. Mega heftig. Was ist denn hier unten? Ach so. Gar nicht wirklich was Krasses. Oh. Ja, das, das tut mir leid. Hier kann man sich auch jetzt so ein bisschen umgucken. Wenn ihr das mit einem Controller spielt, kann man sich halt ein bisschen besser umgucken. Ich weiß jetzt nicht, ob die das da noch so in Anführungszeichen fixen. Aber ich denke ja mal schon. Mal eben ganz kurz hier wieder Repair machen. Quatsch. Repair. Ach so, wo ist denn Repair All? Ach so, man kann nur alle repairen. Ich dachte, hier steht noch Repair Car.
Aber nee. So, ab in die Kanone. Wow! Ach du Scheiße! Alter! Junge, 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 ey. Ja, das ist schon hart. Na, ob ich mich überschlage? Ah, nee, das Gefecht hält sich auf jeden Fall noch auf der Straße wunderbar. Da kann man ja auch mal eben ganz kurz durchbrettern. Aber von dieser Seite aus, weil dann bin ich auch direkt wieder in der Arena im Geschehen, ne? So. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, ich könnte das den ganzen Tag machen. Das macht so viel Spaß. Ja, immer diese freie Kamera hier, so. Das macht wirklich so extrem viel Spaß. Ich möchte jetzt mal hier so... Früher, als ich zum Beispiel mit Matchbox-Autos gespielt habe, habe ich immer, wenn ich einen Unfall gebaut habe, Autos kaputt gemacht. Damit ich immer so zwei, drei Autos hatte, um dann den Unfall realistisch darstellen zu können für mich selber. Und jetzt brauche ich kein Lego mehr. Nein, einfach nur eine riesige Spinne, die mich zertrampelt. Oh ja. Ist das geil, ey. Alter Schwede. Boah, dieses Schadensmodell ist so genial gemacht, ne? Das ist wirklich richtig gut. Ach du Scheiße, was gibt's denn da oben? Wow, ach du Scheiße. Junge, 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 ey. Wie das aussieht. Oh mein Gott. Der Hammer. Toll, fährt nicht mehr. Ich muss mal eben hier kurz was suchen. Hier war ja noch so ein... Irgendwo... Ach du Scheiße! Nicht erkannt, weil weiß. Scheiße, ich Idiot. Hier war noch irgendetwas, was mich so ein bisschen in die Luft schleudert. Deswegen muss ich mal eben ganz kurz gucken fahren, wo das denn war. Hier auf jeden Fall nicht. Ach, da hinten. Perfekt. Repair. Hallo. Wow. Alter. Junge, Junge, Junge. Ja gut, war jetzt doch nicht so spektakulär, wie ich dachte. Toll. Naja, geht, wa? Bisschen kaputt gegangen, aber egal. So, Repair. Und auf ein neues. Ey, wo ist mein Auto? Hey, mein Auto. Da ist mein Auto. Repair. Jetzt aber. Ja. Doch, es macht, ey, ganz ehrlich, Leute, kauft euch das Spiel alleine, damit ihr hier die ganze Arena frei habt. Es macht so viel Spaß, ohne Witz. Und diese physikalische Berechnung ist der Knaller. Ich weiß noch, wie das damals bei Crysis 1 im ersten Teil halt alles so gezeigt wurde und es lief halt einfach bei keinem. Weißt du, bist dann in diesen Map-Editor gegangen, hast du da deine 350.000 explodierenden Tonnen aufgestellt und es ging einfach nicht. Und hier läuft es halt einfach. Was ist das denn? Ich weiß gar nicht, was ist das hier? Da kann man doch irgendwie bestimmt... Ach, keine Ahnung. Oh mein Gott. Ich will euch auch gar nicht alles zeigen. Ihr sollt ja noch ein bisschen selber hier rumfahren. Aber diese Strecke hier, die fahre ich jetzt auf jeden Fall noch. Ach so, ja genau. Man kann im Übrigen auch Sachen wechseln. Sachen, sage ich schon, Waffen wechseln. Hier zum Beispiel hat man dann jetzt eine Kiste. Ist ja auch ganz lustig, ne? Kann man hier so ein paar Kisten rumballern. Ach so, ja, Multiplayer wird es auch geben. Steht unter Upcoming Features bei Steam. Das erfreut mich doch wirklich sehr. Da werden bestimmt einige KW-Videos kommen. Hier kann man doch bestimmt richtig geil driften, wenn man das mal vernünftig versucht. Ach so, jetzt verstehe ich das Teil. Oh mein Gott. Okay. Ja, das...
Ja, doch, lustig. Möchte ich auf jeden Fall nicht wirklich drin sitzen. Man kann auch noch irgendwelche Objekte grabben, sozusagen. Also sich nehmen, sage ich jetzt einfach mal. Aber das habe ich jetzt noch nicht wirklich herausgefunden, wie das so funktioniert. Was haben wir denn hier noch? Okay, so Steinblöcke. Sieht so aus zumindest. Boah, geil, eine Kugel. Bäm, Spinne. Stirb. 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 Oh, Entschuldigung, Spinne, das... Ach du Kacke, es tut mir doch leid. Was ist das denn? Oh mein Gott. Ja, okay. Das, okay, Leute, niemals Spinnen ärgern. Ihr wisst dann, was passiert. Ich mache hier mal kurz die Autos hier wieder an. Dann könnte man ja eventuell mal versuchen. Wo sind die denn? Wo sind denn die Autos? Da hinten. So. Stirb an Kugeln. Stirb. Bäm, bäm, bäm. Ja, Mann, so muss das. Mega geil, ey. Ja, Mann, Raketen. Komm her. Bäm, bäm. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Ich bin die ganze Zeit nur am Grinsen. Ich hätte mal die Facecam anmachen sollen, aber egal. Was ist das denn hier schon wieder für eine Scheiße? Ich glaube, der Typ da hinten hat ein Problem. Jetzt, sowieso. Was ist das denn hier? Da fahre ich jetzt mal rein. Achso, ja genau, das kann man jetzt hier natürlich nicht so krass zeigen, aber das Driften macht so extrem viel Spaß in diesem Spiel. Oh, okay, ich erwarte fürchterliches. Ja, das ist doch mal ein wunderschönes Abschlussbild, oder? Also, das ist hübsch. Ja, Leute, holt euch das Spiel. Mega geil. Tschüss. Okay, doch noch nicht Ende. Kleinen Moment, ich muss euch unbedingt noch was zeigen. Und zwar aus der Kamera hier, aus der freien Kamera nochmal diese geilen Physikeffekte. Es ist mega heftig geil. Also, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich habe wirklich lange nicht mehr so geile Physikeffekte gesehen. Oder eigentlich noch nie. Ich habe jetzt hier noch so eine schwarze Kugel, die alles mit sich mitzieht. Ach nee, Quatsch, das war die Rakete. Okay, sah trotzdem geil aus. Hier. So, die zieht so alles in sich rein. Die ist ja mal mega geil. Richtig heftig sieht das aus, ey. Es ist so hübsch. Es ist der Hammer.